genau deswegen lese ich keine Bücher. Weil ich sowieso immer vergesse, was ich da gelesen habe auf der Seite, während ich sie lese. Wir hatten zwar ein Ersatzkabel, aber das mussten wir schon etwas auf der Krankenstation 3F reparieren. Das war das, was ich hier suche, ne? Oder auf der 3F suche. Aber auf der 3F ist kein Kabel. Wo, was konnte hier repariert werden, wo ein Kabel ist, drin ist? Das muss doch dann das komische Ding hier gewesen sein. Oder? Ja. Und da war doch safe so ein Kabel drin. Ah, und irgendjemand hat die Inhalte mitgenommen. Wohin? Wohin hast du die mitgenommen? Trottel. Es war doch safe, Evie, um mich zu ärgern. Evie gönnt mir einfach nicht. Gut. Wir schauen mal nach. Wo ist die Küche? In welchem Stockwerk ist die Küche? Gästezimmer, Brücke, Kapitänskabine, da waren wir. Duschraum, Krankenstation. Kann ich in der Krankenstation noch was finden? Da komme ich gar nicht so hin, ne? Achso, mit dem Ätzmittel, ja, lost. Aufenthaltsraum, Gästezimmer, hier ist doch gar keine Küche. Oder ist die Küche da, wo der Speisesaal ist? Also hier gibt es auf jeden Fall einen Raum mit einem Bilderrätsel. Und diesen Raum, den muss ich finden. Als ob man da ohne Lösungen drauf kommt. So, und dann kann ich nach da hinten mit dem nächsten Ätzmittel. Perfekt, gut. Ich weiß, wie es vorangeht. Ich weiß, wie es vorangeht. In 3F gibt es kein Bilderrätsel. Wir gucken mal in 4. Aber da war ja nur Kapitänskabine und so, ne? Und Steuer, blablub. Warum lebt denn da oben schon wieder einer? Wer belebt die denn die ganze Zeit, sag mal? Und dann das letzte Ätzmittel, da muss ich mal gucken, ob ich das finde. Und das baue ich dann unten. So, hier nochmal umgucken, aber hier war das, glaube ich, nicht. Das Bilderrätsel. Ne, hier geht die Treppe nach unten. Hier geht der Aufzug nach unten. Und hier ist auch kein Safe. Nee. Also 3F und 4F sind es nicht. Dann gehen wir nach 2F. Ah, 3F ist es nicht. Nein, warte. 2F. Noch einen runter. Ach so, ist hier das Bilderrätsel drin? Nee, ne? Was sagen? Oh, mein Safe Room. Hätte mich jetzt auch gewundert. Hier müsste das sein, oder? Hier ist der Speisesaal, ne? Oh, hier ist auch kein Bilderrätsel. Aber hier habe ich das. Habe ich hier das erste Ätzmittel gefunden? Ich weiß es doch nicht. Warte mal. Doch, ich glaube, hier war das irgendwo. Ach, hier ist der Safe, genau. Und da dachte ich, dass ich da Strom brauche. Warte mal, das ist die Vorgabe, oder was? Ja, das ist die Vorgabe. Das Bild hängt ganz normal. Welche Farbe ist oben? Grün ist oben. Und der lilane Punkt ist
oben links in der Ecke. Ah, darauf hätte ich auch kommen können. Ich dachte irgendwie, es hätte was mit dem Strom zu tun. Oh Gott, dreimal Ätzmittel? Oha. Bin ich ja mal richtig verwöhnt worden. Gut. Möchte ja nichts raufbeschwören, aber irgendwie kam Eevee lange nicht. Lange nichts von Eevee gehört. War ich hier schon? Hier war ich noch gar nicht. Da ist eine Puppe. Die Sau. Oh, wo bin ich denn hier gelandet? Ah. Bombe mit Fernzünder. Was haben wir hier noch? Eines. Ein Dietrich. Ah, Mensch. Hat sich doch gelohnt. Zwei Bomben, Dietrich. Nehmen wir mit. Ich möchte das Zeug ja nicht verschwenden, aber mit dreien sollte ich eigentlich safe sein. So, dann kann ich jetzt in diesen einen Raum gehen. Werde ich direkt mal aufsuchen. Diesmal bin ich ja, oder beziehungsweise bin ich ja jetzt glücklicherweise auch bewaffnet, ne? Also das heißt schon mal, dahinter haben sich ja schon diverse Geräusche aufgetan, dass ich mich da ganz gut fetzen kann. Wobei man auch mit dem Messer ganz gut. Oh, okay, die Tür geht nicht. Das ist ein Riesenschiff. Zum Glück habe ich nicht so viel zu erkunden. Ich komme jetzt schon nicht klar. So. Dafür, dass ich hier Geräusche gehört habe, ist es aber irgendwie gerade verdächtig ruhig. Zu ruhig. Wo seid's? Oh. Einiges an Chemikalien. Sind das die Kabel, die ich brauche? Ah, ein Klopper kommt. Boah, er kotzt schon wieder. Oh, er kann die Bombe zerkotzen. Ja gut, das hätte ich mir denken können. Komm doch immer her. Verzieh. Hat ihn kaum erwischt. Oh, das war's mit ihm. Ich habe eine Bombe verschwendet, ich Trottel. Scheiße. Ich hab's nicht gerafft, dass der schon down ist. Oh, ich habe nicht genug Platz. Was? Ah, jetzt aber, oder? Perfekt. Das Kabel, das lang ersehnte Kabel. Hier auch nochmal lose drehen. Ach, jetzt habe ich nicht mal Platz für das Kabel. Komm schon. Kann ich noch irgendwas herstellen? Nehmen wir verbesserte Pistolenmunition. Die braucht auch Platz. Das geht nicht. Das geht nicht mehr. Gut. Jetzt habe ich es doch dabei, oder? Da ist es. Ich wollte gerade sagen, Alter. Einfach noch mehr Ätzmittel. Stimmt, da stand auch hier, finde ich noch was. So, jetzt müsste ich aber auch in alle möglichen Räume reinkommen.
die ich rein kann oder nicht. So, mit den Kabeln auf zum Aufzug. Bin ruhig noch mal ein bisschen MP-Muni gönnen. Ach ja, so blocke ich. Vergesst das die ganze Zeit. Ich hätte schon locker keine Ahnung, wie viel Medikit sparen können. Oh, den Dietrich kann ich benutzen. Wenn ich daran denken würde, dass ich blocken kann. Wie manche Leute schon sagten, ich vergesse das ja gerne. Jetzt habe ich die Scheiße aufgemacht, nur für so eine Münze oder was? Also nicht, dass ich mich nicht freuen würde. Ich sammle die Dinger ja. Aber ich habe sowieso wahrscheinlich irgendwo einen übersehen. Von daher, nein. Jetzt nur Platz verschwenden. Aber wir bringen das Ding jetzt mal hier wieder in Gang. Nice. So. Genau. Ich suche jetzt aber noch die Tür, die ich aufätzen muss. In 1F, um in den Freizeitraum zu kommen. Und danach gehen wir runter. Oder? Hier zur untersten Ebene, um Ethan zu retten. Ja, dann gehen wir kurz zu 1F. Und danach gucken wir mal, wie es Ethan geht. Der da ja ein bisschen festgewachsen rumchillt, sagen wir es mal so. Irgendwie habe ich die ganze Zeit das Gefühl, Dings wartet nur auf mich. Evie wartet nur auf mich. Warte, wo waren das jetzt? Oh Gott, ich laufe komplett falsch, ne? Durch die Kojen durch. Nee, ist richtig. Und hier haben wir es. Oh, mehr Platz. Was sagen, mein Platz für die Objekte hat sich nicht übertragen, ne? Von Ethan auf mich. Ein bisschen Crowd. Oh, gleich zwei Bomben. Und Erzmittel. Jetzt habe ich Erzmittel en masse, oder was? Wofür soll ich denn noch so viel Erzmittel brauchen? Hier ist doch nichts mehr, was ich we wegätzen kann. Oder ich habe auf der Map nichts mehr. Ups, oh Gott. Komplett lost. Ich habe auf der Map nichts mehr, wo ich noch Erzmittel benutzen kann. Nö, die Türen sind einfach so verschlossen. Gut, S3, unterste Ebene. Ethan, wir kommen. Ach so, oh Gott, ich komme nur bis Ebene S2. Na dann mal los. Erwartet. Okay, nice. Und wo bist du? Wo wartest du? Stimmt, hier war ich ja auch schon mal. Oh, fuck. Voll der unnötige Kampf, wa? Oh, Digga. Ach, ich bin so blöd. Oh, ich bin so doof. Moin, Tattoo. Was treibt dich zur späten Stunde hierher? Schön, dass du da bist. Oh, ich krieg gerade so unnötig aufs Maul. Hallo? Oh, ich bin tot. Ich bin tot wegen den Idioten. Nein, was? Oh, ich habe sie gerade halt einfach nicht ernst genommen. Ich hätte einfach dieses Messer nicht zücken sollen, sondern hätte ihn einfach wegballern sollen. Nur weil ich mir denke, ich brauche die Munition gleich für irgendeine Scheiße. Ja, sie können Bomben mit Fernzünder einen Gegner anbringen. Ach, ich hatte auch einfach 5 Bomben und sonst was. Und ich mache so eine Scheiße. Das
Da richtig was los um die Uhrzeit hier, wa? Oder öfter mal um 1 Uhr nachts streamen. So. Gut, dann machen wir das jetzt wie folgt. Kollege kommt hier eh hin. Kollege macht Doom. Kollege liegt. Ah, das ist schön. Ich freue mich. Ja, ja, 24 Stunden Stream. So oder so ähnlich. Ich hoffe, dass ich jetzt noch zu einem Ende komme in diesem Spiel. Ich weiß nicht, wie lange das noch geht. Wäre ganz nice, wenn ich das noch beenden könnte. Wie er aber auch hartnäckig von hinten ankommt. Er ist so hartnäckig. Ich wollte gerade sagen, auf allen Vieren kommt er da an und gibt sein Bestes. Oh, ich finde ganz schön viele Bomben. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist. Nee, nichts, was mich jetzt so übertrieben weggeschickt hat. Rein von Schrecken her. Also nichts so wie gestern und vorgestern. Aber ich will den Tag nicht vor dem Abend loben. So, stimmt. Oh Gott. So, was bist du für einer? Du bist so einer. Es ist halt mega nice, dass die Bomben einfach One-Hit sind. Geben den einfach One-Hit. Ich feiere es komplett. Oh, auch noch ein Kotzi? Ah, ein Kotzi kann ich ja jetzt gar nicht gebrauchen. Oh, du bist ein bisschen nah. Oh, warte mal, warte mal. Oh, Kollege. Aber seit wann bist du so schnell? Aber jetzt kotzt bitte nicht die Bombe an. Er kotzt die Bombe an. Natürlich kotzt er die Bombe an. Komm her. Leckerli. Ja, und mein Stich hier gegen Messer. Ah. So, das war's. Jetzt geht er in die Luft, ne? Stimmt, ich Trottel bin ja auch gerade wieder an ihn rangelaufen. Wenn er wieder zerplatzt wäre, oder so wie er jetzt auch zerplatzt ist, hätte ich wieder Damage genommen. Wie viel habe ich noch? Arznei? Okay, das passt. Der ruhig nochmal einher. Noch würde ich mich nicht hochheilen, solange ich nicht den nächsten Hit kriege. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass gleich noch ein Erschrecker kommt. Um ehrlich zu sein. Gerade jetzt gegen Ende des Spiels wird nochmal ein fieser Jumpscare irgendwo kommen. So, Erzmittel. Oh, warum ist sie so gestresst? Sie gibt so gestresste Geräusche von sich. Eine Münze, jawohl. Hä, ist sie gestresst, weil sie verletzt ist? Warum stöhnt die so rum? Ich will, dass du etwas für mich machst. Was soll ich für dich machen? Hä? Wo bist du hin? Was soll ich für dich machen? Können wir nicht unsere Konversation mal zu Ende führen? Ethan! Ethan! Okay. Hey, ich weiß. Ich werde dir nichts tun. Ich hätte es nie getan, wenn ich die Kontrolle gehabt hätte. Was meinst du damit? Ich bin kein Killer, Junge. Auch nicht Margaret. Oder mein Sohn Lucas. Oder unsere Zoe hier.
das Mädchen Evelyn. Sie steckt dahinter. Was zur Hölle ist sie? Was hat sie euch angetan? Sie hat uns mit ihrer Gabe infiziert. So nennt sie es. Ich fand sie in einem gestrandeten Tanker im Bayou. Danach hat sich alles verändert. Sie hat euch infiziert und die Kontrolle übernommen? Nein. So einfach ist das nicht. Sie macht nur... Sie dringt in deinen Geist ein und deine Seele. Du kannst dich nicht wehren. Du bist mit ihr verbunden und hast einfach diesen Drang zu... Du bist danach ein anderer Mensch. Genau wie Mia. Also hat mir Mia die Nachricht wegen Evelyn geschickt. Ach, hör zu. Das Mädchen will nur eine eigene Familie haben. Sie ist der Schlüssel. Okay? Du musst sie finden und aufhalten. Ethan. Befreie meine Familie. Bitte. Ja, krass. Man hat so ein ganz anderes Bild von dem, ne? Die ganze Zeit. Aber er ist eigentlich auch nur ein Opfer. Finger von ihm. Warum? Er liebt dich nicht. Ich kann ihn dazu bringen. Tu ihm nicht weh. Oh. Dummchen, ich hab doch gesagt, ich werde ihn nicht wehtun. Wag es nicht. Oder was? Du bist nicht meine Mami. Erinnerst du dich? Mit reiner Muskelkraft holt sie mich da raus. Oh, nice. Wir haben keine Zeit. Du musst hier raus und sie finden. Oh, hinter dir. Nimm das. Dreh dich um. Warte, was machst du? Was machst du da? Rette dein Leben. Ist sie jetzt wieder... Du musst gehen. Ist sie jetzt wieder in ihr? Ich kann mich hier nicht mehr lange widersetzen. Ah, nein. Alter. Los, bring das kleine Miststück um. Nein, nein. Mia! Jetzt opfert sie sich? Das ist doch nicht ihr Ernst. Und jetzt habe ich wieder keine Waffen. Ah, Prost, Mahlzeit. Na super. Wir haben Mia gerettet, dafür, dass Mia sich opfert. Und wir irgendwelche Leute retten, mit denen wir gar nichts zu tun haben. Okay, klar. Nice. Miststück. Wo zum Teufel bist du? So, wo ist sie? Und wie soll ich sie hops nehmen, wenn ich nichts habe? Wobei ich nicht mal weiß, ob Waffengewalt in irgendeiner Form was bringt. Ich meine, guckt euch die an. Oh. Es ist alles deine Schuld. Okay, was habe ich denn gemacht? Was habe ich verbrochen? Okay. Runter vom Schiff.